Energetisch Stress lösen, gesprochen von Oliver Erini. Setze oder lege dich ganz entspannt hin und schließe deine Augen. Egal in welchem Zustand du jetzt gerade bist, ob du eh schon entspannter bist oder eher aufgebracht, komm jetzt mal mit deinem Bewusstsein absolut in diese Zeit, in diesen Raum. Alle deine Anteile, die um dich herumschwirren, alles, was dich beschäftigt, sowohl emotional als auch rationell, all diese Anteile kommen jetzt zu dir und du erlaubst dir, dass du dich mit deinem Inneren beschäftigst. Du vertraust jetzt einfach mal darauf, dass sich aus deinem Inneren die äußere Welt, die konkrete Welt verändern kann. Wenn ich mein Inneres verändere, verändert sich auch die äußere Welt. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben, für meine Wahrnehmung, für mein Bewusstsein. Atme tief ein und wieder aus und noch mal ganz tief ein und wieder aus. Du kannst dir jetzt mal vorstellen, dass dein Wurzelchakra, deine Basis, wie ein ganz, ganz starker, zuverlässiger, athletischer Kollege ist, der einfach alles umsetzt für dich. Wie ein Mitarbeiter oder ein guter Freund, der alles für dich erledigt und alles sofort umsetzt. Er hat ein gewisses intuitives Bewusstsein und eine intuitive Weisheit, aber er denkt nicht zu viel nach, nicht so wie du in deinem Alltagsbewusstsein. Der tut einfach das, was man ihm sagt. Und das ist dein Wurzelchakra. Du kannst dir da jetzt ein Bild zu diesem Wurzelchakra machen, entweder wirklich wie ein kleines Männchen, einen Kollegen, oder auch, wenn du das abstrakter möchtest, eine Energieform. Du kannst dein Wurzelchakra auch wie einen Jagdhund, einen Suchhund dir vorstellen. Also auch eine Tierform geben. Und stell dir jetzt mal vor, dass dein Wurzelchakra mit allen Themen des Wurzelchakras eine gewisse Farbe, ein gewisses Zeichen trägt. Zum Beispiel einen roten Punkt oder auch dunkelviolett, irgendeine Farbe, die dir jetzt einfällt. Was ist Wurzelchakra-Energie? Und du stellst dir jetzt vor, dass du mal auf einem Sessel oder einer Liege aus Wurzelchakra-Energie sitzt und lehnst. Du machst jetzt keine Gedanken, dass du jetzt nicht sitzen könntest, du sitzt einfach. Und dieser Sitz, diese Couch, diese Liege ist aus Wurzelchakra-Energie, hat sich aus deiner Energie manifestiert, aus deiner Energie hat sich diese Couch manifestiert, weil du beschlossen hast, darauf zu sitzen. Du denkst nicht darüber nach. Du weißt, die Couch ist da und du setzt dich hin.
Und genauso wie sich dieser Sitz jetzt manifestiert hat, hat sich auch die Erde unter dir manifestiert und um dich herum. Alles manifestiert sich aus deinem Wurzelchakra heraus. Und du spürst jetzt mal den Einflussbereich deines Wurzelchakras, dass aus dir herausfließt, diese Manifestationsenergie in dein Umfeld fließt, in alles, was erscheint, wenn du dich bewegst. All das erschaffst du augenblicklich, ganz unbewusst durch dein Wurzelchakra. Und du erlaubst dir jetzt, einmal einen tiefen Atemzug zu nehmen und dir noch einmal diese Schöpferenergie, diese Schöpferqualität ganz bewusst zu machen. Ganz bewusst. Und jetzt spürst du mal in deinem Kopf, dass sich da vielleicht ein bisschen Schöpferenergie hinein verirrt hat, weil der Verstand sagt, zuerst ist die Idee da und dann wird das real, dann muss ich eine Vision zuerst haben und dann wird das alles real. Und wie sich dein Verstand immer mehr Themen aus deinem Wurzelchakra gekrallt hat und für sich beansprucht. Und du erlaubst jetzt, deinem Wurzelchakra, dass es alle Themen, alle Wurzelenergien, die in den Verstand gerutscht sind, alle diese Verbindungen, dass die jetzt ganz sanft aus deinem Kopf, aus deinem Verstand zurück ins Wurzelchakra gezogen werden. Das ist deine Schöpferenergie und die fließt jetzt zurück in dein Wurzelchakra. Und du spürst, wie dein Kopf, dein Verstand leicht wird. Und du spürst, wie deine Beine sicherer werden, wie dein Wurzelchakra aktiver ist. Du spürst, wie du immer freier wirst und leichter. Und in der nächsten Ebene spürst du jetzt auch, nachdem dein Manifestationszentrum sich so gut verhält und so kraftvoll wird, da spürst du jetzt auch, welche Gedanken sich der Verstand gekrallt hat aus dem Solarplexus raus. Was sind denn Ideen von anderen Leuten, die er sich da einfach gestohlen hat? Und auch von deinem Solarplexus aus, deiner Abgrenzung aus, deinem heiligen Raum aus, gehen jetzt alle fremden Ideen, alle Solarplexusbelange fließen in deinen Solarplexus. Und du spürst jetzt, dass du immer klarer und weicher wirst, immer freier. Und du erlaubst dir jetzt einen weiteren Schritt der Reinigung. Du gehst jetzt bewusst zu deinem Herzchakra, zu deinem Herzzentrum und gibst mal alle Themen des Herzens, die ins Wurzelchakra gehören, holt sich dein Wurzelchakra zurück. Alle Manifestationsthemen holt sich das Wurzelchakra zurück aus deinem Herzen.
Alle Abgrenzungsthemen aus deinem Herzen holt sich dein Solarplexus zurück. Du spürst, wie dein Herz leichter wird, immer leichter und offener. Und du spürst jetzt auch, dass über dieses Wachstum deines Herzens Energien, die eigentlich ins Herz gehören, aus dem Verstand rausgezogen werden. Herzensenergien kommen zum Herz, Wurzelenergien zur Wurzel, Solarplexusenergien zum Solarplexus. Und dein Verstand wird immer klarer. Und in diesem Augenblick der Reinigung, der Ausrichtung, der inneren Bewusstheit, spürst du, dass dein inneres Kind sich an seinen göttlichen Ursprung erinnert. Und du nimmst dein Seelenlicht, wenn du so möchtest, das Licht, das um dich ist, das dir unendliche Energie schenkt, dein unsterbliches Licht wahr, in deinem Zentrum um dich herum. Und du spürst jetzt, dass du bereit bist, dieses Seelenlicht auf allen Ebenen, wo es sich manifestieren möchte, dass du es manifestieren lässt, dass du es zulässt, dass sich dein göttliches Ich, dein Seelen-Ich auf deiner Verstandesebene, Herzensebene, Solarplexusebene, Nabelchakra, Wurzelchakra. Ich bin Gefäß für das göttliche Licht. Ich bin umhüllt und getragen vom Licht des Höchsten. Atme jetzt tief ein und wieder aus und nochmal ganz tief ein und wieder aus. Spüre, dass du mehr als die Summe all deiner Teile bist. Du bist mehr als deine Gedanken. Du bist mehr als dein Körper. Du bist mehr als deine Gefühle. Du bist mehr als deine Identität. Und erlaube dir diese übergeordnete Sicht, diese Sicht von deinem höheren Ich, von deinem höheren Selbst aus, immer mehr in dein Leben einfließen zu lassen. Dies ist keine Verdrängung, dies ist göttliches Bewusstsein. Ich lade das höchste Bewusstsein in mein Leben ein. Ich bedanke mich für die Erfahrung des höchsten Bewusstseins. Atme jetzt tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Nimm dein strahlendes Energiefeld um dich herum wahr, um deinen Körper wahr. Nimm dieses Energiefeld wahr. Spüre, dass du geborgen bist. Spüre, dass du geliebt bist. Und atme jetzt nochmal
Tief ein und wieder aus. Und dann bedankst du dich für deine Erfahrungen, weißt, dass du diese Übung jederzeit wiederholen kannst. Und du bewegst einmal sanft deine Füße und deine Arme und streckst mal deinen Körper richtig durch. Atmest tief ein und wieder aus und kommst genau in deinem Tempo in diese Zeit, in diesen Raum zurück, fühlst dich klar, ausgerichtet und gereinigt. Und wenn du das Gefühl hast, wieder ganz in deinem Alltagsbewusstsein angekommen zu sein, deinen Körper gut zu spüren, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück.